haben alles miteinander vermischt. Kunst, Theater, Politik. Ich zeig dir mal, was Propaganda ist. Für dich, John Hartfield, war Kunst eine Waffe. Ein Kampf der Bilder. Der könnte ja ein Spion sein. Mutter! Plötzlich war ich mit meinen Geschwistern alleine. Hör bitte auf, das nachzuspielen. Klick, alles digital heute. Beziehungsweise wisch, wisch. Warum bin ich nicht, wie du warst? Das sagt mir eine Frau, die ein lachendes, blondes Mädchen auf ein Buchcover über Schrott in Afrika montiert. Bitte keine Person mit Migrationshintergrund auf dem Buchcover. Du weißt schon, was ich meine. Wir waren gegen alle Isten in der Kunst. Krieg, Protest, Dada. Wir haben alles auseinandergeschnitten und neu montiert. Auch uns selbst. Mit Bildern der Lüge in die Fresse schlagen. Man musste etwas tun. Am Karfreitag brach nachts die SS in meine Wohnung ein. Es gelang mir, durch einen Sprung der Verhaftung zu entgehen. Ein Kopfgeld wurde auf mich ausgesetzt. So klein und niedlich, wie die Genossen jetzt kleinlich sind. Es ist schon anstrengend, diese Künstler zu kontrollieren. Autsch! Ausschluss! Rausschmiss! John Hartfield!